Servus, grüß euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch eine Direktsägemaschine vorstellen. Das ist Heiperdinger, die 302A. Die kostet 33.570 Euro, eine Arbeitsbreite von 3 Meter, 125 PS braucht die, als Leistung entsprechend 92 kW, 52 Euro Unterhalt mit Mietmord die Stunde 111 Euro. Also hier steht hier unten E drunter, Direktsaat, dünne Funktion, dünne Box versehen. So, da habe ich ja hier schon mal das gute Stück. Sieht man direkt hier oben ist die dünne Box. Eins, was ich irgendwie schade finde, ist, dass man das Ladevolumen davon nicht gleich gesehen tut. Und wenn man direkt zu erst den Dünner auffüllt, dann ist das schon voll. So, dann fahre ich jetzt mal hierher. Sieht man, das ist noch nicht inkorporiert worden, das Feld. Die Bremslichter gehen auch. Die normalen Lichter. Blinker. Sieht auch sehr gut aus. Gut sauber verarbeitet. Dann haben wir hier die Spurreifen mit Y. Mit V senkt man die Maschine. Der Traktor hat doch genug PS, oder? Nochmal schauen. Ich habe hier den genommen. Okay, hat ein bisschen zu wenig. Aber egal. Mit dem Allrad wird das wohl schaffen. Jetzt hört man, dass ich es eingeschalten habe. So, GPS eingeschaltet, dass wir gerade bleiben. Stauben tut er auch, wie man sieht. Ist wirklich schön verarbeitet. Hier vorne sieht hier, wie das Erdreich da geschoben wird. Super. Ich finde, das ist ein schöner Mod. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich freuen. Ich sage Servus, grüßt euch, euer Franz.